Willkommen zurück zu Skyrim. Beim letzten Mal haben wir ja so einen ollen Detra-Fürsten da mal wieder kennengelernt. Einer des Wahnsinns. Ich habe seinen Namen vergessen. Wir hatten auch hier dieses Haus gesehen. Wir müssen da ja rein für Steine von Barentia. Venesia, Barentia, keine Ahnung. Dieses Haus können wir aber auch erst betreten, wenn wir für den Jahr jetzt noch einen Auftrag erledigt haben, den wir beim letzten Mal noch angenommen haben. Noch dazu möchte ich einmal ganz kurz meine Rüstung einmal ein bisschen wechseln. Ne, weil ist ja alles schön und gut hier, das Zeug, was wir tragen, aber ne, vor allem der feine Hut, der gibt mal gar nichts. So, eine Ring der Gesundheit. Was haben wir noch? Ich glaube sonst nicht so viel. Nö. So, haben wir das. Dann schauen wir mal ganz kurz, wo denn hier die Quest ist, die wir machen sollen für den Jahr. Hier. Zum Schrein von Talos, das wollen wir machen. Wo müssen wir denn da hin? Das ist der eine Stein, den wir finden müssen. Ich frage mich nicht, wo jetzt der Stein, Schrein von Talos ist. Nö, aber da müssen wir auch noch hin. Das sind beides Steine, okay. Da ist auch ein Stein. Da ist ein Stein, der meinen Namen trägt. Wo ist denn das? Wo ist denn Ditte? Da ist ein Stein, da ist ein Stein. Es gibt so viele Steine. Da auch. Da auch. Aber wo ist das, was ich haben will? Mein Schrein von Talos? Da gibt es drei Steine hier im Weißlauf und ich habe sie bisher nicht eingesammelt. Ich bin ja auch ein Held, ne? Fragt nicht nach Sonnenschein. So, da haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und wo ist dann jetzt das, was ich suche? Verdammt. Quests. Die Steine von Barentia, wo haben wir sie denn? Da. So. Wird es uns jetzt angezeigt, wo ich hin kann? Da unten. Da, das Zeichen habe ich vorhin überhaupt nicht gesehen. Ah, da sollen wir hin. Dann reisen wir doch mal schnell dahin. Ich habe es überhaupt nicht gesehen. Überhaupt und gar nicht. Aber nun gut. Jetzt kommen wir da wenigstens endlich hin. So. Ich wollte ja auch immer noch einen legendären Drachen töten. Warte mal. Habe ich meinen Bogen nicht mehr? Ich habe nur noch einen Ebenerzbogen. Hm. Bedauerlich. Also das hatten wir doch eh die ganze Zeit, ne? Drache, komm mal her. Drache, 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 Drache. Fliegt um Weißlauf, aber das war's auch schon. Ja, das werde ich so nicht erreichen können hier. Kann ich da nicht? Warte mal. Wir haben doch Drachenfall. Hat das vielleicht ausgerüstet? Auch nicht. Was habe ich denn überhaupt hier? Saftladen. Drachenfall. Das trifft ihn nicht. Hey du Drache, komm runter hier. Ja, dich meine ich. Bleib mal hier. Will er nicht. Jetzt fliegt er weg, oder was? Nein. Ich hätte ein legendärer Drache sein können vielleicht. Oder auch nicht. Was willst du denn? Hallo? Was ist eigentlich mit meinem Menü hier los? Warte mal. Hier, das ist auf... Das ist auf... Eins. Warum? Warum ist das da jetzt nicht mehr nummeriert? Hm.
Da, jetzt. Jetzt geht's. Warum auch immer. Egal. Wir wollen weiter. Schlimm genug, dass wir jetzt hier, ne? So viel gemacht haben und eigentlich nichts gemacht haben. In ganzen 5 Minuten. Das ist super. Ich bin einfach Pro-Gamer in diesem Spiel. So, hier soll ich hin. Hallo. Das ist das Horn, das wir platzieren sollen, ja? Haben wir getan. Samba. Woher seid ihr gekommen? Was fällt euch ein? Diese Talmauer hier sind die schlimmsten. Guten Tag. Brauchst du nicht verstecken. Ach, nix wirst du. Nix wirst du, sag ich dir. Nix. Okay. Lokalins Befehle. Die Talmauer, wie ich die hasse. Okay. Was ist denn in Lokalins Befehlen drin? Da. Agent Lokalin. In den letzten Wochen haben 2 Gefangene zugegeben, an einen Talos-Schrein in den Hügeln oberhalb des Weißflussschlucht gebetet zu haben. Dem muss Einhalt geboten werden. Sucht den Schrein, verfolgt alle Ketzer, die ihr dort findet. Nehmt keine Gefangenen. Eldenwen. Ja, nee. Ist klar. Okay, so. Dann können wir jetzt wieder zurückdüsen. Oder aber wir können jetzt hier schon mal die Steine in der Umgebung hier einsammeln. Wie zum Beispiel auch die Steine, die wir in Weißlauf haben. Ja. So, Karte. Erstmal hier zur Drachenfeste. Einer Steine müsste wahrscheinlich da drin sein. Einer vielleicht in der Gilde und einer irgendwo anders. Vielleicht mal Schmied oder so. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir uns mal an. Dann haben wir schon mal 3 Steine mehr. Ja. So. Einer ist da drin, wie erwartet. Ja. Ihr und die Magier. Ja, wird schon. Was immer ihr sagt, ja, wird schon. So. Dann schauen wir mal. Wer hat einen Stein gesehen? Wer hat einen Stein gesehen? Such einen Stein. Einen wunderschönen Stein. Da. Ich kann auch einfach so rein, das ist gut. Die Schlafgemächer des Jarls. Einfach mal reingehen. Wird bestimmt super. So. Werde ich hier gesehen? Nö. Hallo. Ich muss hier durch. Stehlen. So. Ich war es nicht. Hallo, Herr von uns Jarl. Hallo. Ist keiner da? Das ist gut. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Ich habe mich verlaufen. Das ist toll. So. Dann können wir mal gucken, wie und was und wo wir irgendwas tun, um jetzt noch weitere Steine zu bekommen. Wo bin ich hier? Ach, hier bin ich. So. Achso, du bist das. Dann ist ja gut. Also ich spiele auch tatsächlich mit dem Gedanken, irgendwann in Klammer TM nochmal Skyrim zu spielen. Weil Skyrim ist halt ein großartiges Spiel. Und dann vielleicht auch wirklich dann 100% Achievements mäßig und dann vielleicht auch weiter leveln als bis Level 40. Mich mehr auf alles zu konzentrieren, alle Fähigkeiten und alles. Weil, ne? Auch Skyrim hat das ähnliche Prinzip wie The Binding of Isaac erleiden müssen. Dass man halt dann, keine Ahnung, einmal die Woche spielt. Und dann bist du eigentlich raus. Bist raus aus den Quests, die du gemacht hast. Bist raus aus allem, was du gemacht hast. Und da bist halt einfach nicht so richtig drin. Verstehst du? Wenn ich dann irgendwann wieder Skyrim spiele, dann würde ich das dann so machen, dass ich
Oh, danke schön. Dass ich dann wirklich mich einfach mehr auf das Spiel einlasse. Was? Ich war's nicht. Ich schwöre, ich war's nicht. Aber warum steht denn da bei Stehlen jetzt auch weiße Schrift und keine rote? Merkwürdig. Aber wer weiß, vielleicht werde ich das dann irgendwann machen, so nach, keine Ahnung, 10 Jahre Jubiläum auf YouTube oder so. Mal 5 Jahre haben wir jetzt auch schon bald rum. Gehen die nächsten 5 auch schon. Sehr bald. So, und jetzt das andere ist wahrscheinlich irgendwo. Ich hätte jetzt gedacht, in der Jägergilde, dass das eine da ist, aber das war ja auch nicht der Fall. Das ist das. Da hinten kann ich noch lang. Ja, mal schauen, was die Zeit noch so bringen wird. Also, theoretisch habe ich tatsächlich halt nichts dagegen, nochmal Skyrim zu spielen. Irgendwann. Muss ich tatsächlich sagen. Ich war ja ursprünglich so ein bisschen skeptisch, als es dann hieß, ja, es ist ja jetzt hier Skyrim Special Edition raus. Spiel das doch nochmal von Anfang. War ich tatsächlich so anfangs ein bisschen so, warum? Aber ich habe darüber jetzt mehrfach nachgedacht und warum eigentlich nicht? Weißt du? Aber mal schauen. Erstmal irgendwann jetzt demnächst mal Teso spielen. Ich weiß, Teso kann man nicht vergleichen mit Skyrim, aber ich würde es halt auch gerne mal gespielt haben. Beziehungsweise weiterspielen. Ich habe ja schon angefangen zu spielen. Schon angefangen aufzunehmen. Und, ja. Wird schon. Werde ich gerade gesehen? Nee. Dann habe ich 29 Gold dazu bekommen. So. Da ist der Stein. Irgendwo. Wie komme ich da hin? Hier komme ich da hin. Da-da-da-da. Hier noch ein Geldbeutel. Läuft so langsam. Wir kriegen die ganzen Steine zusammen. Also, ne? Mal gucken, was die Zeit zeigt. Ich habe keine Ahnung. Aber es wird schon. Freunde wie ihr sind schwer zu finden und ich schätze sie sehr. Ja, finde ich auch. So, wo komme ich denn jetzt hier wieder raus? Nicht hier. Wo komme ich denn jetzt hier wieder raus? Da. Ja, 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 ja. Aber halt erstmal diverse 100.000 Millionen 50 andere RPGs spielen. Wir werden noch so viele spielen, es ist furchtbar. Ich kümmere mich um die Krieger von so. Haben wir jetzt alle von Weißlauf eingesackt. Alle Steine von Berenzia. Dann kann es ja munter fröhlich weitergehen. Yay, Party! Okay. So, dann wo gehen wir denn als nächstes hin? Wir könnten hier noch ein paar Steine klauen. Da sind wir sowieso so selten. Vielleicht mache ich das dann tatsächlich dann so, dass wir dann, wenn wir es wieder spielen sollten, dass wir jeden Charakter, den wir treffen, ansprechen. Weil hier habe ich so ein bisschen auch das Gefühl, wir verpassen wirklich vieles, weil wir einfach zu wenig Leute ansprechen. Da ich einfach zu blind durch die Welt gehe. Halt! Bleib zurück! Warum? Schon wieder ein Mädchen tot. Ist nicht wahr. Das ist Susanna aus Haus Kerzenschein. Hat mir erst vor ein paar Tagen ein Getränk serviert. Aber gekannt habe ich sie eigentlich nicht. Und noch eine? Ist das schon mal vorgekommen? Susanna ist die dritte. Es ist immer dasselbe. Junges Mädchen, nachts ermordet, Körper zerstückelt. Werden die Morde untersucht? Durch den Krieg haben wir sowieso schon zu wenig Personal. Niemand kann Zeit dafür erübrigen. Nicht schön, aber so ist es nun mal. Braucht ihr etwas Hilfe? Wenn ihr helfen wollt, fragt ein paar der Gaffer, ob sie etwas Brauchbares gesehen haben. Okay. Ich werde die Leiche untersuchen, bevor sich die Ratten darüber hermachen. Ist aber nett. Blut im Eis. Hey. Ihr habt doch Alain Dufont in Reibbatar um die Ecke gebracht. Ja, bestimmt. Ja, das hat sich wirklich herumgesprochen.
Ich hörte, war der Mann ein echter Banditendrecksack. Ach so, war er das? Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Ich auch nicht. So, hier. Wo soll ich denn dafür dann dahin? Danke nochmals, dass ihr geholfen habt, die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft wieder zu eröffnen. Jetzt werde ich wieder umfällen. Guten Tag. Hier wurde also zerstückelt, ja? Es ist immer traurig, wenn jemand sterben muss. Ja, erzählen wir doch davon. Es tut mir leid. Ich dachte, ich hätte jemanden davonlaufen sehen. Aber ich konnte ihn nicht richtig erkennen. Aber unrichtig. Und du? Schon wieder jemand. Schrecklich. Könnt ihr mir beibringen, ein besserer Taschenschütze zu werden? Nein, habt ihr gesehen, was hier passiert ist? Ich habe einen Schrei gehört und bin sofort hierher gerannt. Aber sie war bereits in diesem Zustand, als ich hier ankam. Hm, okay. Ich hatte mir Isgramos Stadt irgendwie... Und du? Es ist eine Schande. Ach, wirklich? Nein, tut mir leid. Aber mir ist aufgefallen, dass ihr Geldbeutel noch intakt war. Wer das auch getan hat, hatte es also nicht auf ihr Gold abgesehen. Ihr Geldbeutel war noch intakt, Eier. Ich werde die Leiche weiter präparieren, wenn es euch recht ist. Ist okay. Bleibt Report zu Guard. Hier. Wie immer, niemand hat etwas Brauchbares gesehen. Der Dreckskerl ist schon wieder entkommen. Schweinerei. Da könnte mehr dahinter stecken. Hört zu, wenn ihr glaubt, ihr könnt das besser als die vielen Wachtposten, dann nur zu. You'll need to talk to the steward. We can't just let anyone go around claiming to be on official business. Ja, ja, klar. Wenn er damit einverstanden ist, reden wir darüber. Wahrscheinlich würde ich dann auch, wenn ich weiterhin Skyrim spielen sollte, also ein erneutes Mal, vielleicht würde ich dann auf einige Mods verzichten, um dann halt solche Bugs wie jetzt hier das ganze englische Gedöns außen vor zu lassen. Vielleicht würde ich dann auch tatsächlich jedes Buch vorlesen. Hm. Die Möglichkeiten gäbe es. Ihr könnt mir ja eure Ideen dazu in den Kommentaren schreiben und dann sehen wir uns in 5 Jahren wieder. So ungefähr. Let's replay. Ja, mal schauen, was die Zeit bringt. So, ich soll mich bei dir melden. Guten Tag. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Ich hab euren Jarl getötet. Es sind wahrhaft schwere Zeiten, wenn Menschen ihre Brüder wie Tiere jagen. Meine Männer sind ohnehin schon überlastet. Wenn ihr eure Hilfe anbietet, nehme ich sie gerne an. Die Wachen werden den Befehl erhalten, euch gegebenenfalls zur Seite zu stehen. Ich werde euch ebenfalls nach Kräften unterstützen. Okay. Dann untersuchen wir mal die Kriminalszene hier. Die Stadtbewohner nennen mich Kapitän, weil ich früher ein Seemann war. Was für ein Kapitän seid ihr denn? Nun, eigentlich bin ich gar keiner. Ach. Zumindest jetzt nicht mehr. Oh. Die Leute nennen mich so wegen dem, was ich früher gemacht habe. Ich bin viele Jahre lang zur See gefahren. Ich habe mir mein Geld als Händler verdient und mir dann ein eigenes Schiff gekauft. Als ich mich hier in Windhelm zur Ruhe gesetzt habe, kannten mich die meisten als Kapitän Einsamsturm. Und der Name ist dann hängen geblieben. Mhm. Okay. Das Volk redet über Mörder. Ja, wirklich eine Schande. Anscheinend treibt sich hier in Windhelm ein Mörder herum. Meines Wissens nach hat er bisher 3 Opfer gefordert. Doch vielleicht gibt es noch mehr, die noch nicht gefunden worden sind. Mhm. Und alles hübsche junge Fräulein. Hoffentlich erwischen die Wachen diesen Wahnsinnigen bald und machen ihn mit der Henkersaxt bekannt. Okay, den Haus wollte ich jetzt nicht kaufen für 12.000. Günstige Winde und ruhige See. Das ist ein alter Abschiedsgruß der Seemänner. Ich verstehe. Wir sollen jetzt die Kriminalszene untersuchen, ja? Ja. Achso, und wir sollen uns eine Zusicherung bekommen. Ich habe meine Familie schon vor Jahren verloren. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie ich das durchgestanden habe. Warum hat Brunwolf gerade euch zum Vogt ernannt? Nun, da fallen mir so einige Gründe ein. Als ich noch Kapitän eines Flussschiffes war, hatte ich den Ruf, das Ruder fest in der Hand zu halten. Und dazu weiß ich, wann ich meine Septime ausgeben sollte und wann besser nicht. Vergeudung kann ich nicht ausstehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wie prominent sind hier die Leute? There's an author named Adonato staying at the inn.
He's published a few works of historical fiction. The clans Shattershield and Cruel Sea see most of the gold that passes through the city. Oh, and that busybody Viola Giordano. She's got her nose in everyone's business, which I guess is one way of being prominent. Okay. Ist der Krieg wirklich vorbei? Ich wünschte, ich könnte diese Frage bejahen. Aber so einfach ist das nicht. Viele Sturmmäntel werden kämpfen, bis in den Tod. Denn sie glauben immer noch, dass sie für die Freiheit von Himmelsrand kämpfen. Doch ohne Ulfric ist die Bewegung dem Untergang geweiht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Na Gott sei Dank, scheiß Sturmmäntel. Nein, die Stadtgeschichte. Windhelm ist eine der ältesten Menschenstädte in ganz Tamriel. Es war sogar die Hauptstadt des ersten Kaiserreichs, das von Isgramor gegründet wurde. Der Palast der Könige, in dem ihr gerade steht, ist eins der letzten Gebäude, die noch aus dieser Ära stammen. Vor langer Zeit nutzte das Kaiserreich diese Stadt als Stützpunkt für die Truppen, die die Pässe nach Morrowind bewachten. Und nun untersteht die Stadt dank euch wieder dem Kaiserreich. Okay, was kann man hier in der Stadt machen? Wenn euch langweilig ist, könnt ihr Calixto ein paar Septime geben und die neuesten Kuriositäten bestaunen, die er aufgetrieben hat. Wenn ihr Waren benötigt, die gibt's auf dem Markt. Wollt ihr ein weiches Bett und eine warme Mahlzeit, dann ist Haus Kerzenschein was für euch. Okay, und wie kriegen wir ihn jetzt hier dabei dazu, dass er uns hier begleitet? Der Jarl hat ein Kopfgeld auf die Abgeschworenen ausgesetzt. Okay, dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Das sind eigentlich nur sehr lapidale Nebenquests. Günstige Winde und ruhige See. Das ist ein alter Abschiedsgruß der Seemänner. Ich muss ihn doch... Oder übersetze ich das falsch? Wenn ich ihn zur Assistenz hier bewegen soll, muss ich ihn als Begleiter irgendwie mit dazu bekommen, oder nicht? Achso, der hat von Zeit zu Zeit vielleicht einen Hinweis für mich, okay. Hier etwas, ihr armer Tropf. Oder sollen wir ihn unterstützen? Suchen könnte man jetzt auch übersetzen. Na gut. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Das Ding kann ich jetzt hier genau untersuchen, ja? Oder auch nicht? Nö, da kann ich nichts mitmachen. Schade eigentlich. Gut. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt hier noch ein paar Steinchen finden. Wie zum Beispiel hier. In dem Gebäude. Nicht, dass ich hier auch wieder ein Haus kaufen muss, um dann hier an so einen Stein zu kommen. Das könnte ein bisschen teuer werden. Da irgendwo soll ein Stein sein. Auf einer höheren Ebene. Jo. Werde ich gesehen? Ich werde nicht gesehen. Okay. So, dann können wir wieder raus. Dann haben wir noch einen Stein, den wir einsammeln können. Irgendwo. Packt sich noch wo hier genau? Nicht in der Richtung. Wenn dann... eher in der, oder? Wo sehe ich das jetzt wieder verkehrt? Ich habe keine Ahnung. Die Stadt hier ist auch so unübersichtlich, finde ich. Ärger oder so? Der Captain hat gesagt, ich darf ihr helfen. Also gut. Mir ist aufgefallen, dass eine Blutspur von hier fortführt. Ist nicht wahr. Helgiert hat die Leiche in die Halle der Toten gebracht, um sie zur Bestattung vorzubereiten. Sie ist etwas verrückt, aber wenn sie von etwas eine Ahnung hat, dann sind es Leichen. Okay. Wo ist denn die Totenhalle? Ist das die Totenhalle? Ja. Jede Stadt hat eine Totenhalle. So, dann suchen wir mal hier so eine verrückte Dame. Hallo. Großer diagonaler Schnitt von der linken Schulter. Ist euch etwas Sonderbares an der Leiche aufgefallen? Nun, sie ist
tot. Aber das ist wohl nicht ungewöhnlich. Jedenfalls nicht für jemanden in diesem Raum. Mich natürlich ausgenommen. Natürlich. Verzeiht, ich habe nur einen kleinen Spaß gemacht. Und die Leiche? Ja, natürlich. Das einzig Ungewöhnliche ist die Form der Schnitte. Sie sehen aus, als stammten sie von... Nun, die alten Nord haben solche geschwungenen Klingen beim Einbalsamieren ihrer Toten verwendet. Ich weiß nicht, wer in Windhelm so etwas überhaupt haben könnte. Außer mir natürlich. Vielleicht bist du es, die Mörderin. Falls ihr noch etwas findet, lass mich wissen, hat ihr irgendwas damit zu tun? Ich bin zu beschäftigt damit, mich um die Toten zu kümmern, um meine Zeit damit zu verbringen, noch mehr zu produzieren. Und ich würde euch wohl kaum von den Schnitten erzählen, wenn ich sie selbst gemacht hätte, nicht wahr? Nun muss ich wirklich zu der Leiche zurückkehren. Es ist viel Arbeit, sie für das Grab vorzubereiten. Ich verstehe. Abgeschlossen. Spiele ich jetzt hier ja Tatort oder was? Bitte nicht. Nesine Schmetterschild. Hallo. Ich habe vor einer Weile meine Zwillingsschwester verloren. Habt ihr schon jemanden verloren, der euch nahe stand? Ja, ein PC. Okay. Nein, ja. Kennt jeder von uns, glaube ich. So, die konnte mir nicht weiterhelfen. Ganz gleich, was noch passiert. Die Wachen werden euch für alles, was ihr getan habt, auf immer dankbar sein. Okay. Also gut. Also nichts wirklich Wichtiges gerade. Schade, schade, Schokolade. Da kann ich nur rausgehen. Hast du noch irgendwie was gesehen? Talos belohnt die Wenn du mir beibringst, besser in Taschendieben zu werden hier. Trainieren, 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 trainieren. Mehr ist nicht drin. Es wird euch etwas kosten. Ja, aber du hast Geld. Also beschwer dich nicht. So. Habe ich jetzt, glaube ich, auch ein Level ab, ne? Nee, ist kurz davor wahrscheinlich. Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Wir ist nicht wahr. Eine Weile drüben in Windhelm. Ich war es nicht. Man kann ja auch mal Taschendiebstahl betreiben, ne? Wir machen das so selten. So, wo ist jetzt das, was ich suche? Kann ich eigentlich eine Wache bestehlen? Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Ja, ja, ja. Du mich auch. Habt ihr schon gehört? Auf dem ich war's Tag nicht. Im Nordwesten soll ein Drache schlafen. Ja, das haben wir schon gemacht, glaube ich. Da haben wir noch einen Stein drin. Ah, okay, deswegen finde ich den nicht. Mal ist einmal der Stein und einmal halt die Quest, die wir jetzt gerade angenommen haben. Hallo, ich will da durch. Geht natürlich nicht. Warum denn auch? Wäre ja zu einfach. Gut, dann suchen wir uns halt einen Weg. Kann ich da... Ich werde beobachtet. Ich werde nicht beobachtet. Meins? Komm zurück, Steve. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Was zum? Ich war's nicht. Ich kann das erklären. Ich war's nicht. Am besten jetzt in den Palast der Könige rein. Wer ist da? Zu den Wo ist der Stein? Wo ist der Stein? Hat jemand Stein gesehen? Wo ist ein Stein? Ich muss da mal lang. Vor allem, ne, arme Bettlerin hat 1600 Gold. Ich glaub's auch. Da.
Guten Tag. Ich bin hier nur für einen Stein. Diesen Stein. So, ups. Ich war es nicht. Wo komme ich jetzt hier raus? Nicht da. Sorry, ich muss hier mal durch. Wo haben wir den Fußruder? Unerbittliche Macht. Nein, so. Ich muss hier mal durch. Hallo? Y? So, danke. Da geht's nicht durch. Leute. Ich würde das ja, ne, regeln. Aber nein. Ich habe Gold, um das zu regeln. Habe ich geklaut. Ehrwürdig, wie ich bin. So. Meine Güte, hier. Wo geht's denn hier raus? Da geht's noch raus. Ich habe nicht vor, hier jemanden zu töten. Ich wollte nur Gold haben. Deswegen betreibe ich einen Taschendiebstahl. Das ist eine gute Idee. Ich habe nicht vor, jemanden zu töten. Lass dir das mal. Ist es denn wahr? Oh, es hat gesessen. Ich wollte es nicht. So. Können sich jetzt alle mal wieder hinsetzen und alle mal wieder so tun, als wären sie normale Menschen? Ist es denn wahr? Lernt es bitte, ihr habt keine Chance. Ihr kämpft mit dem Drachenblut. Ja? Also, bitte, benehmen Sie sich. Ja? Also. Warum habe ich mich eigentlich den Imperialen angeschlossen? Die sind so schwach. Kann ich irgendwo mein Kopfgeld bezahlen? Hat der Gold dabei? Nö. Passt mit diesen Flammen auf! Sorry. Ich behalte euch im Auge. Woher seid ihr gekommen? Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Das wollte ich hören. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? 9.100 Goldstücke. Kluger Mann, jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Ich hoffe doch nicht den Stein. Die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Ja, natürlich. Den Stein habe ich, okay. So. Dann. Ach, so viel. Ne? Das muss auch mal sein. Gucken wir doch nochmal, ob wir jetzt hier mit dem Captain nochmal reden können, um zu gucken, ob der noch irgendwelche tollen Hinweise hat oder sowas. Sorry für das Massaker. Aus dem Weg, Fremdling. Wo ist denn der, den ich suche? Mir gehört der Frostdistelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit, wenn auch ein bisschen eintönig. Er brennt bald, wenn du so weitermachst. Oh, so, das? Warte mal. Wir warten mal ein paar Stunden. Einfach mal, weil ich es kann. So. Ich habe nichts weiter gemacht. Okay. Fremde. Bald Tote. Wir müssen jetzt hier einmal sauber machen, ne? Ja, was ist hier passiert? Die waren direkt dabei. Meine Güte. Ah. Ja, aber nun gut. Wie das dann von hier aus weitergeht und ob wir das nochmal rausfinden mit dem Mörder, der hier herumläuft, das finden wir heraus in der nächsten Folge von Skyrim. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und Schuhschauen. Bis denn.